Hallöchen, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Angespielt. Heute von dem Punkt Dot Project, ne, da steht doch Dot berühre oder Punkt berühre. Kostet, zumindest zum Zeitpunkt, als ich es installiert hatte, 1,99 Euro. Und wir werden uns mal anschauen, was wir für diese 1,99 Euro so in diesem Spiel erwarten können. Ja, okay, wir machen so ein Schattenbild, alles klar. Na? Wir haben ja eine Line, aber haben hier am Recht am Ende nur einen Punkt gehabt. Aber warum? Ach, guck mal. Ja. Naja, man muss halt versuchen, die Schattenfiguren. Jetzt muss ich da noch einen machen. Jo. Die Schattenfiguren nachzumachen, dass auf beiden Seiten das der Schatten rauskommt, der angezeigt ist. Ein Punkt drehe. Ah ja. So. So. Jetzt wieder drehen. So. So. Easy. Jetzt haben wir halten. Okay. Erfolg freigeschaltet. Ups. Ach komm, damit kann man das einfach wegmachen, alles klar. Alles klärchen. Mhm. Hier möchte er nur eine Line haben. Hier drüben packen wir das so ran. Und hier packen wir das so ran. Erledigt. Also ein kleines Rätselspiel. Oder Nachdenkspiel, Rätsel ist es jetzt nicht unbedingt. So, wir bleiben hier in der Mitte. Wir machen in der Mitte das Ding nach oben. Machen so und dann haben wir es auch wieder erledigt. Römisch 1 und I. So, wo fangen wir an? Wir brauchen dort 1, dort 1 und dort 1, dort 1 und dort 1 und noch dort und dort 1. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Maps irgendwann schwierig werden. Weil tatsächlich. Huch. Weil tatsächlich das relativ einfach ist. Okay, wir machen das mal so. Mal wie so. Dann willst du da noch rüber? Okay. Und auch wieder erledigt. Bling, bling, bling! Ne, es scheint ein Fehler zu sein. Witzig. Okay, jetzt ist es tatsächlich etwas schwieriger. So. Auch ein Fehler. Okay, machen wir es erstmal so. Das ist aber da wieder ein Fehler. Aber ich muss ja irgendwie. Das sowieso nicht. Das wäre da schon richtig, aber da ist es falsch. Dann. Müssen wir es hier hin machen? Hier hin? Ne, ist ein Fehler. Jetzt kommt es erstmal hier hin, so, so. Ist aber scheinbar auch ein Fehler. Hä, hätte ich gesagt, das ist ein Fehler? Ich habe einfach nicht nachgedacht und ich habe einfach gemacht. Okay, wir müssen auf jeden Fall in der Mitte eins haben. So. Hier außen. Und dann hier unten drunter. Itzi. Na, das hätte ich damit machen müssen. So, so, so. Ups. Ja, Konzept ist eigentlich klar, oder? Und jetzt kann man halt immer wieder weitermachen. So. Weil der sagt mir ein Fehler. Ach nee, guck mal, das ist ein X. Ah, das ist ein Reset. Hallo. Das ist gar kein Fail, das ist einfach nur ein Reset. Gut zu wissen.
Ja, auch dieses Halten und Blöcke entfernen ist eine wichtige. Im Prinzip kannst du alles immer voll machen und dann halt immer nur die Blöcke entfernen, die dich stören, weißt du? Also schwierig ist das jetzt tatsächlich, vor allem das ist super easy. Das war sogar richtig gewesen hier. Und genauso wie hier. Ups. Ja, ne, ihr wisst schon. Ihr seht dann schon, worauf ich hinaus möchte. Einfach alles ausbauen. Ja, gut. Also für 1,99, ja, okay. Ich würde es mir tatsächlich nicht kaufen, weil es einfach mir dann zu wenig Content bietet. Also Variabilität. Ne? Hier hast du einfach nur diese Blöcke aufbauen und fertig. Mehr ist dort tatsächlich nicht. Ja. Aber wenn es euch gefallen hat, meine Freunde, könnt ihr euch es gerne holen. Von meiner Seite aus war es das gewesen mit dem Angespielt. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.